Das ist unsere Sea Pearl, mit der wir seit August die Meere unserer Welt erkunden, immer auf der Suche nach schönen Orten und tollen Bildern. Mein Mann Matthias und ich, Luisa, freuen uns, wenn ihr jeden Sonntag mit an Bord kommt und hautnah dabei seid. Um nichts zu verpassen, abonniert gleich unseren Kanal und lasst uns gerne ein Like da. Letzte Woche sind wir auf Teneriffa angekommen. Diese Woche sind wir mit meiner Mama als Gast auf der Sea Pearl auf Teneriffa und später auf La Gomera unterwegs. Unser erster Ausflug führt uns mit dem Bus in den Norden der Insel nach Icod de los Vinos. Die Hauptattraktion des charmanten Ortes ist ein riesiger alter Drachenbaum. Dieser Baum ist 2000 Jahre alt, angeblich. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Und überall erhebt sich der höchste Berg der Insel mit 3700 Metern heimlich aus dem Nichts. Da geht's heute hin. Bevor wir auf den Teide fahren, legen wir die Sea Pearl im Hafen noch auf einen anderen Platz. Zu der Zeit, als wir im vergangenen November auf den Kanaren waren, waren leider fast alle Häfen immer ausgebucht. Damit wir genug Zeit für die Inselerkundung an Land hatten, mussten wir uns deshalb auf den neuen Platz legen, um noch zwei weitere Nächte in diesem Hafen bleiben zu können. Schon die Anfahrt auf den Teide war beeindruckend. Es ging durch surreale Landschaften. Zuerst noch lichte Pinienwälder und dann rauf auf die Vulkanebene rund um den Hauptgipfel. In dieser Landschaft und immer mit Blick auf den Vulkan haben wir uns im tollen Abendlicht einen ersten Eindruck der beeindruckenden Natur hier oben verschafft. Was sehen wir da? Das ist ein Berg. Ich würde sagen, das ist der Teide. Und davor ist ganz viel alte Lava. Das ist das Steinmaterial. Am kommenden Tag dann die Hauptattraktion. Mit der Seilbahn hoch auf den Gipfel. In Zeiten von Corona ganz schön ungewohnt, mit so vielen Leuten in einer engen Gondel. Oben spüren wir nicht nur die Höhenluft auf über 3500 Metern, sondern erleben die geothermische Aktivität hautnah direkt am Weg. Da ist jetzt warm. Richtig, also wenn man da reingeht, dann kann man vielleicht ein Ei braten. Also, ja, wenn man ganz, also oh, ja, die Finger stimmt. Reinsteckt, ist schon warm. Ich glaube, dass die Kamera auch schlägt. Oh ja. Ja.
Pünktlich, als Wolken aufziehen, machen wir uns wieder auf den Weg nach unten und schauen am Weg noch an der Pinie El Gordo der Dicken vorbei. Schaut euch diesen riesen Baum an. Unser Taxifahrer kümmert sich so rührig um uns, dass wir sogar noch seinen eigenen Wein probieren dürfen. Por mis amigos los alemanes. Salud. Prost. Prost. Und weiter geht das Landprogramm. Das Dorf Masker in der gleichnamigen Schlucht steht auf dem Plan. Und ist damals? In Masca. Mhm. Was machen wir da? Einem Bergdorf, wohl nur noch 100 Einwohner, bis vor 20 Jahren, glaube ich, gar nicht mit der Straße erschlossen. Und das liegt hier in so einer Vulkanschlucht. Direkt unten sieht man das Meer. Ein bisschen terrassierte Hänge direkt um die Häuser drumherum. Ziemlich schön. So, wir sind raus aus der San Miguel Marina. Mit dem vorhergesehenen Wind, vorhergesagten Wind. Und schauen mal, wo wir heute Abend unterkommen dürfen. Wir segeln von Teneriffa auf die Nachbarinsel La Gomera. Wahrscheinlich hört man nichts wegen dem Wind, aber wie taugt's dir? Gut, so Wind von hinten, da macht auch ein bisschen mehr nicht aus, nicht was aus. Wir haben ja schon das 28, 29 Knoten Wind, ungefähr zwei Drittel der Fock ausgerollt und fliegen mit über 7 Knoten Richtung La Gomera, wo wir dann hoffentlich im Windschatten von dem Teide sind und dann eine möglichst ruhige Nacht. Entweder im Hafen oder vor Anker. Der Wind hat jetzt, wie wir uns das gedacht haben, im Windschatten von Teneriffa ein bisschen nachgelassen. Wir haben sehr, sehr schönes Segeln, ganz angenehm. Und die Wellen sind auch kleiner geworden. Und da vorne ist La Gomera. Was ist die Lage, Skipper? Luisa hat einkaufen von mir gelernt. Wir haben uns einen Hafenplatz in La Gomera San Sebastian in dem historischen Zentrum besorgt. Und jetzt haben wir hier Windschatten von Teneriffa und schleichen mit etwas über 3 Knoten dahin, weil das ist ja gut, wenn wir einen Platz sehen. Der Wind wieder zugenommen, kommt jetzt eher aus Nordwest, vorhin kam er so. Hier sind wir Motorrad, weil der Wind ganz weg war, jetzt kommt er wieder eher so. Okay,
Da liegt sie unsere Dicke im Hafen Marina La Gomera. Auf La Gomera. Auf La Gomera. Wieso ist die Stimmung so gut? Weil wir einen Hafenplatz auf La Gomera haben. Jetzt ist zwei Tage ziemlich Wind angesagt und hier ist einfach nur schönes, laues Lüftchen und Sommer. Und jetzt gehen wir essen. Nochmal kurz für das laue Lüftchen. Da, oh, sorry. Da sieht man das laue Lüftchen. Uns gefällt die kleine, ruhige Stadt San Sebastian wirklich gut und wir starten den Inselbesuch mit einem Spaziergang durch den Stadtkern. Was ist das für ein Turm? Der Festungsturm des früheren Grafen von dieser Insel. Mhm. Angeblich zumindest in der Fassade original seit Kolumbus Zeit. Zur Inselerkundung von La Gomeras Nordseite am folgenden Tag nutzen wir wieder die öffentlichen Busse. Erster Stopp ist im früheren Bananenanbauzentrum Valle Hermoso. Weiter geht es in das heutzutage intensiv landwirtschaftlich genutzte Ermigua und von dort dann hoch in den spektakulären Nebelwald. Ist dir kalt? Ein bisschen. Aber dafür ist es märchenhaft. Einsetzendem Regen fahren wir zurück zur Sea Pearl in den Hafen. Wie wir die Sea Pearl wieder auf Teneriffa für die lange Strecke auf die Kapverden vorbereiten und unsere Zeit auf den ersten zwei Inseln dieses Archipels, seht ihr wieder hier am kommenden Sonntag. Wir danken euch fürs Zuschauen, freuen uns über jeden Kommentar und wenn nicht bereits geschehen, natürlich ein Abo unseres Kanals.